Dein Rufzeichen ist Torg. Willst du den Feind aufhalten? Stacheldraht, Baby. Damit kriegt man ihre Ärsche seit dem Ersten Weltkrieg. Die Barrikade ist einsetzbare Deckung. Ist der gleiche Scheiß wie Stacheldraht, nur mit Mikrowellen. Ein menschlicher Toaster. Cool, das kommt direkt ins Arsenal. Torg, du bist kein Zugführer. Du bist ein verdammter Kampftechniker. Dank dir sind Immobilien ein Traum und für die anderen ein Albtraum. Ja, hallo, zurück hier bei Call of Duty Black Ops 4. Wir sind beim 10. Spezialisten angelangt. Und das ist ja jetzt hier der letzte. Und wir werden schauen, wie es danach dann weitergeht. So, dass ich hier beim Spielen immer nicht viel laber. Das wisst ihr ja schon. Weiter zur Zielmarkierung, damit wir mit unseren Spielsachen spielen können. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ha! Charlie will durch den Eingang da. Wir müssen ihm den Tag versauen. Mit Stacheldraht. Ha! Ich hab ein neues Lieblingsgericht. Volltrottelgeschnetzeltes. Mach ihn fertig. Denk dran, dass er eine frische Windel braucht. Das war schon im Ersten Weltkrieg ein Scheißende. Was lange währt, wird endlich gut. Wie Stacheldraht an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig. Zeigen wir ihnen, dass es sich nicht gehört, in fremde Häuser reinzurennen. Verdrahte den Korb toll. Und jetzt leg den Draht beim Eingang zum Serverraum aus. Platziere den Scheißdraht immer an Stellen, die man nicht sieht und nicht umgehen kann. Und jetzt heißt es zurücklehnen und warten, bis ein dummer Fisch anbeißt. Der Trottel steckt fest! Schieß! Wie auf dem Präsentierteller. Guten Hunger! Ich hoffe, das war eine einschneidende Erfahrung. Gleich ist hier einer weg vom Fenster. Begib dich zur nächsten Markierung. Jetzt pack unseren Glücksdraht aus und platziere eine Falle unter dem Fenster. Aufräumen scheint dir zu liegen. Wie wär's mit ein paar Zielübungen? Drück sie aus, wie eine billige Zigarre. Die Lage ist brenzlig, aber nicht aussichtslos. Immerhin hast du eine Barrikade, um deinen Arsch zu schützen. Und sie bietet nicht nur Selbstschutz, sondern auch ein Strahlungsfeld, das wie ein menschlicher Schneepflug funktioniert. Haha, jeder ist jetzt eine verdammte Schneeflocke. Barrikade aktiv! Die Scheiße kann losgehen! Verstrahlte Trottel! So wie wir sie mögen. Träge und langsam. Ha! Er hatte die Autoschlüssel! Und jetzt stecken sie alle fest! Benutzt die Barrikade als Deckung und mach ihr sauber! So ein Mist aber auch. Wen erledigen wir jetzt? Auf zur nächsten Zielmarkierung. Die Party hier ist tot. Oh, scheiße. Der Feind hat auch einen OP. Und er will uns mit Stacheldraht fangen. Die Scheiße da ist kein Hexenwerk. Du könntest sie einfach mit einer Knarre kaputt machen. Aber ich habe eine bessere Idee. Benutzen wir einen Raketenwerfer. Das ist das gewisse Flair. Ein netter Ort, oder? Uns gefällt er. Wir sollten ihn behalten. Setze das, was du eben gelernt hast, als Anzahlung ein. Das ist eine echt üble Gegend. Etwas Rückendeckung kann sicher nicht schaden. Hey, dreh dich um.
Wenn irgendein Genie auf die Idee kommt, hier einfach reinzuplatzen, wird er das schnell bereuen, nicht wahr? Dann lass ihn schön ausbluten. Nein, nicht da! An der Markierung! Der Immobilienwert hat sich gerade verdoppelt. Super. Der Feind will deine Ausrüstung zerstören. Du solltest das nicht zulassen. Also mach's wie Frank und achte auf deine Flanke. Das war hier so einfach. Du solltest den Stacheldraht besser beschützen. Die Barrikade hält so gut wie nicht aus, Mann. Wir haben nur Schrott geliefert bekommen. Sie haben es auf den Stacheldraht abgesehen. Ich hab dich gewarnt. Sie haben den Stacheldraht zerstört. Das ist eine echt üble Gegend. Etwas Rückendeckung kann sicher nicht schaden. Hey, dreh dich um! Wenn irgendein Genie auf die Idee kommt, hier einfach reinzuplatzen, wird er das schnell bereuen, nicht wahr? Dann lass ihn schön ausbluten. Der Immobilienwert hat sich gerade verdoppelt. Super. Der Feind will deine Ausrüstung zerstören. Du solltest das nicht tun. Also mach's wie Frank und achte auf deine Flanken. Natürlich hast du sie aufgehalten. Dein Team und deine Ausrüstung wissen das zu schätzen. Nein, 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 bild dir nur nichts ein. Okay, Verbündete übernehmen Verteidigungsposition. Es steht ein Angriff bevor. Ein großer. Und du hast Schwachstellen. Sichere sie, wende das an, was du gelernt hast. Verteidige dich! Toll, der perfekte Platz für Stacheldraht. Ha, und ich dachte schon, du wärst hirntot. Mein Fehler. Da sind sie. Bleib standhaft. Charlie hasst den Glücksdraht. Er wird ihn zerstören. Leute, Charlie hasst den Glücksdraht. Er wird ihn zerstören. Gut, dass du dich nicht rasierst. Charlie hat gerade dein Rasierzeug einkassiert. Charlie hasst den Glücksdraht. Er wird ihn zerstören. Feindlicher Angriff auf die Barrikade. Du weißt, was zu tun ist. Scheiße, das sind zwei. Konzentrier dich auf deinen Job. Verteidige dich. Denk an deine Ausbildung. Jetzt. Charlie hat den Stachel. Charlie hasst die Pass. Okay, du steckst ganz schön in der Scheiße. Alle Verbündeten am Boden.
Feindliche Truppen planen den letzten Angriff. Ohne Verstärkung bist du am Arsch. Einmal tief durchatmen. Zeit, den Helden zu spielen. Du brauchst ein Einsatzteam. Verdiene es dir mit einer Punkteserie. Du hast das Punktelimit erreicht, ohne zu sterben. Sie gehört dir. Wenn du stirbst, werden die Punkte zurückgesetzt. Und du versuchst es nochmal. Los! Charlie hat den Glücksdraht. Er wird ihn zerstören. Jetzt! Charlie hat den Staffeldraht. Legendär! Punkteserie bestätigt. Einsatzteam erhalten. Hilfe ist unterwegs zu dir. Brauchen wir nur noch die Melodie von Wagner. Ja, Mann. Du hast das geschafft. Du bist mein verdammter Held. Der Feind hat ihre Barrikade zerstört. Zeiten, ha? Wir machen weiter, bis du da durch bist. Und ich hab's ernst gemeint. Du bist mein Held, Mann. Woods Ende. Hey! Gut, dass du da drin bist. Ich hasse enge Räume. So, okay. Das war das eine. Jetzt kommt der nächste Teil, ne? Der berüchtigte Corporal Kieran McKay. Ei, das bin ich. Beeindruckende Akte. Mehrere Empfehlungen für technische Fähigkeiten. Maßregelungen für Insubordination. Mangel an Disziplin und willentliche Zerstörung von Armeeeigentum. Ah, ich denke nicht immer bis zum Ende. Sie sitzen 3 Wochen ein und Ihr Vorgesetzter liegt auf der Krankenstation. Können Sie mich darüber aufklären? Ein Haufen Rekruten. Kaum 3 Tage bei uns auf dem Stützpunkt. Ziel durch die Überraschungskontrolle. Herr Lackmeier erhielt es für eine angemessene Bestrafung, sie über den Platz zu scheuchen. 2 von ihnen haben sich unterkühlt. Nicht cool. Also wollte ich ihnen seine eigene Medizin schlucken lassen. Oder zumindest eine Dosis des stärksten Abführmittels, das ich auf der Krankenstation auftreiben konnte. Der Wichser muss auch so ein. Kann Arschlöcher nicht ab. Nun, Corporal McKay. Ich habe einen Vorschlag für Sie, der für uns beide von Vorteil ist. Team Deathmatch. Denk nicht so viel nach. Erledige den Feind. Und das schnell. Du lebst oder stirbst als Team. Pass auf deine Leute auf und sie passen auf dich auf. Erreiche zuerst das Punktelimit. Boom! Du gewinnst. Team Deathmatch. Missionsgebiet ist heiß. Trophysystem bereit. Beseitigt.
Draht in Position. Neun Knall. Verbündeter Taktik-Einstiegsmarker offline. Der Supermarkt hat geöffnet. Stacheldraht durchgeschnitten. Das verdirbt jemandem die Laune. Tüftler erledigt. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Das verdirbt jemandem die Laune. Setze Stacheldraht ein. Trophysystem aktiv. Feindliche Fernlenkladung entdeckt.
Feindliche Drohne kreist. Greife Drohne an. Einer weniger. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Das war's. Das war's. Wir haben die Kontrolle verloren. Das Sturmpaket ist da. Draht in Position. Hier gibt's keine Silbermedaille. An die Arbeit. Feind am Boden. Wir liegen vorn. Aktiviere Barrikaden. Nicht stehen! Gebt alles! Sieht das so leicht aus. Okay, das haben wir geschafft. War zwar nicht besonders toll gespielt, aber geschafft ist geschafft. So, jetzt gucken wir mal weiter. Niemand gibt einen Scheißdreck auf dich. Du bist nur eine Nummer. Ein Mittel zum Zweck. Ein Bauer im Spiel der anderen. Was zum... Wie machst du? Keine Zeit, sind hier! Ausgänge kompromittiert. Suche einen anderen Ausweg. Was zum Teufel ist hier los? Ich sende dir die Adresse eines Unterschlupfs. Pass auf, dass dir niemand folgt.
Nichts von den Spezialisten. Sind sie noch am Leben? Wer will uns töten? Sie manipulieren dich. Beobachten dich. Nutzen dich aus. Und wenn sie von dir haben, was sie wollen, lassen sie dich verrecken. Lucy, das ist Danny. Jessica, du... wie? Alleine beginnt man einen Kampf. Aber gemeinsam startet man eine Krise. So, jetzt sind alle 10 durch. Jetzt kann man hier Scharmützel spielen und Tutorial wiederholen. Okay, gewinnen Sie das Scharmützel auf Soldat. Das heißt, alle Scharmützels nochmal einen Schwierigkeitsgrad höher gewinnen. Okay, also gut. Ob ich das jetzt hier noch machen werde, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal zurück. Was kommt denn da noch? Stinkt, Angola. Sorry, Kid. Nein, das bist du im Käfig. Warst das von Anfang an? Lokuta? Bleib wach, Mann. Bin dran. So, jetzt steht da irgendwas dran. Zweimal. Zweimal. Was bedeutet das? Ich guck mal einfach rein. Willkommen im Mehrspielermodus. Schwarzmarktstufe. Spezialbefehle. Bombero. Klasseneditor. Punkteserien. Spiele suchen. Okay, das wollen wir jetzt nicht. Eigene Spiele. Was haben wir beim Vierer Blackout? Mal reinschauen. Starten Beute, überleben Sie. Gut, okay. Ja, ich habe ja im Grunde genommen meine Pflicht getan. Ich habe ja versprochen, dass ich die 10 Spezialisten hier zeige von Call of Duty Black Ops 4. Und die 10 habe ich euch alle gezeigt. Wir sind das alles einmal durchgegangen. Im Mehrspielermodus spiele ich hier nicht weiter. Zumindest mal nicht für euch, wenn dann heimlich in der Kammer. Aus dem Grunde, weil ich bin nämlich in der Beziehung hin grotte schlecht. Und das werde ich euch nicht antun. Soweit sind wir hiermit fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für euer Interesse und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Spiel. Euer Exposito. Tschüssi.